Frankfurt ist die gefährlichste Stadt Deutschlands. Dieses harte Pflaster ist das Revier der Bundespolizisten Michael und Fabian. Zwischen Reisenden und Pendlern trifft sich hier auch die Frankfurter Drogenszene. Schon kurz nach Dienstbeginn fällt den Beamten ein verdächtiger Mann auf. Lassen Sie bitte die Hände draußen. Ja, also ist gut. Mir ist die Person aufgefallen, dass sie hinter einer Säule stand und schnell was in den Taschen verstaut hat. Und das hat mir dann den Anlass gegeben, die Person mal genauer zu durchsuchen, ob nicht vielleicht doch was in den Taschen ist. 99 von 171, eine Person. Über Funk fragt Fabian die Personalien des Mannes im polizeilichen Zentralregister ab. Das Ergebnis? Hinweis BDMK, bekannt wegen unerlaubter Aufenthalt und illegaler Handel mit Kokain, keine aktuelle Fahndung. Ja, verstanden. Also unsere Leitstelle hat mir mitgeteilt, dass die Person bereits polizeilich bekannt ist. Sie liegt im Polizeisystem ein, wegen unter anderem Kokainhandel und wegen Umgang mit anderen Betäubungsmitteln. Und das hat mir dann den Anlass gegeben, beziehungsweise uns den Anlass gegeben, die Person mal genauer zu durchsuchen. Kommen Sie mal hier rüber. Vielleicht wartet der Mann ja gerade auf Kundschaft im Bahnhof. Drogen dabei? Nein, Drogen. Spritzen dabei, irgendwas? Nein. Messer? Nein, okay. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Bei der Durchsuchung sind Handschuhe Pflicht, aus gutem Grund. Die Eigensicherung hat auch da Priorität. Man möchte nicht in Spritzen fassen von Junkies oder ähnliches. Des Weiteren versucht man dann systematisch durchzugehen, um keine Tasche zu vergessen. Und somit arbeitet man sich dann am Körper entlang. Der Besitz von Drogen ist strafbar. Sollten die Bundespolizisten irgendetwas bei dem Mann finden, sieht es schlecht für ihn aus. Doch dieses Mal können die Beamten ihm nichts nachweisen. Ihr Handy liegt da, ja. Das war's. Kriegen Sie natürlich. Vergessen auch. Bitte? Vergisst Ausweis. Ja, den hätten Sie schon gekriegt, keine Angst. Ja. Die Person hat einen Platzverweis von uns bekommen, um mit der Auflage den Bahnhof zu verlassen. Die Person hatte keine Reiseabsichten, hat kein Ticket gehabt und demnach kann man sich ja vorstellen, was er hier getrieben hat. Der Frankfurter Hauptbahnhof ist einer der größten Bahnhöfe Deutschlands. Und genauso groß ist auch sein Drogenmilieu. Über 450.000 Menschen pendeln hier täglich von A nach B. Doch die meisten Probleme machen nicht die Fahrgäste, sondern Junkies. Fahrgäste fühlen sich durch diese Betäubungsmittelszene bzw. die Junkies auch bedroht und angegriffen. Es kann auch sein, dass sie aggressiv betteln, da sie unbedingt wieder Geld brauchen für ihren Konsum. Und demnach haben auch Leute Angst, klar. Und bei uns gehen auch Meldungen ein deswegen. Die Drogenszene Frankfurts ist deutschlandweit berüchtigt, zum Leidwesen der Bahn. Denn es schadet dem Image des Bahnhofs. Es ist 10 Uhr. Hallo. Guten Morgen. Stehen Sie mal bitte auf. Morgen. Alles okay? Ja. Sprechen Sie Deutsch? Bisschen? Okay. Stehen Sie mal auf. Schlafen ist laut Hausordnung verboten. Schließlich ist der Hauptbahnhof für Reisende da. Die Person, die wir da neben der Rolltreppe gefunden haben, die war obdachlos augenscheinlich. Man konnte weiterhin eine Pfütze feststellen. Das heißt, die Person hat sich in die Hose gemacht. Und das ist dieses Klientel, was hier ist. Die sind obdachlos, die haben keine Bleibe. Die gehen auch nicht sofort zum Arzt, wenn sie Krankheiten haben. Und demnach riecht das dann auch mal unschön. Den Polizisten geht es auch darum, dass andere Reisende von dem Geruch nicht belästigt werden. Haben Sie einen Ausweis einstecken? Passport? Passport, Zap-Zap. Krankenkarte? Nein. Auch nichts. Das kommt sehr oft vor, das stimmt. Meistens verlieren die Personen in ihrem Drogenrausch den Ausweis oder sie lassen sich beklauen. Das ist alles Alltagsgeschäft hier. Und das Geld für ein neues Dokument fehlt oder wird direkt in Alkohol und Drogen investiert. So, Name. Die Polizisten prüfen die Daten im polizeilichen Zentralregister. Denn häufig liegen Drogenkonsum und Beschaffungskriminalität dicht beieinander. 99, 171, eine Person. Und tatsächlich, der Mann ist der Polizei bekannt, wegen Diebstahls. Keine aktuelle Fahndung. Ja, hab ich mit.
Okay, ja. Sie können gehen, ja. Fabian weiß, auch wenn er dem Mann jetzt ein Hausverbot erteilt, wird er wahrscheinlich in wenigen Stunden in den Bahnhof zurückkommen. Ja, natürlich hat man ein bisschen Mitleid mit den Personen. Das sind überwiegend gescheiterte Existenzen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass die sich auch Unterkünfte suchen könnten. Es gibt Männerwohnheime, Bahnhofsmissionen. Aber die meisten von den Personen wollen darauf nicht angewiesen sein. Und die nehmen dann das in Kauf. Der Frankfurter Hauptbahnhof ist die wichtigste Verkehrsdrehscheibe in Deutschland. Über 1100 Züge stoppen hier täglich. In einem davon gibt es ein Problem. Im ICE 690 einen Aktenkoffer festgestellt. Dort hat der Zugchef den Aktenkoffer aufgemacht. Dort ist ein Pistolenholster drin aufgefunden worden, ohne Pistole. Oh. Der Zugchef würde auf euch warten an Wagen 9. Ja, verstanden. Gleis 8, Wagen 9. Dann gehen einen als erstes verschiedene Gedanken durch den Kopf. Zum einen könnte es sein, dass das Holster von einem Kollegen ist, der das einfach im Zug vergessen hat. Zum anderen könnte es sein, das ist eine Person, die eine Waffe an sich trägt und nur das Holster zurückgelassen hat. Also man muss sich da in dieser Situation eigentlich auf alles einstellen. Achtung, Sicherheitshinweis, lassen Sie Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Wegen der Terrorgefahr sind die Polizisten besonders alarmiert, wenn herrenlose Gepäckstücke gefunden werden. Der Zugführer ist entspannter. Er bringt die Tasche mit dem besorgniserregenden Inhalt selbst auf den Bahnsteig. Also keine Hinweise auf irgendwelche Identitäten, es ist auch nichts irgendwie Schlimmes drin, es ist immer ein Waffenholster drin. Ja. Das heißt, die muss definitiv jemand vergessen haben. Stand hier im Bordrestaurant. Ist das ein Dienstholster oder was? Bitte? Ist das ein dienstliches Holster? Also, sieht so aus wie das Ding, was du da rum hast. Okay. Stellen Sie mal hin, das Ding. Wann haben Sie das festgestellt? Ja, eben, vielleicht vor einer Viertelstunde. Ja. Durchgerufen habe ich, dass sich der bei seinem Gepäckstück einfinden soll. Keine Reaktion. Steckt hinter diesem Taschenfund womöglich mehr? Fabian versucht, einen Hinweis auf den Besitzer zu finden. Die Frage, die sich vielleicht noch stellt, ist, wo ist die Waffe dazu? Deshalb müssen wir vielleicht doch jetzt ein bisschen vorsichtig sein, auch aufgrund der aktuellen Lage. Man macht sich klar dann Gedanken über Terrorismus, schießt einen sofort durch den Kopf. Und, ja, aber man versucht dann trotzdem mit Besonnenheit an die Sache ranzugehen und das bestmöglich zu lösen. Weil das ist aber auch ein Holster, was wir nicht haben. Ein altes noch. Nee. Gehört der Gürtel einem Sicherheitsmann, einem Sportschützen oder möglicherweise einem Kriminellen? In der Tasche habe ich gar nichts feststellen können, was auf irgendwelche Personalien hindeutet. Dort waren lediglich dieses Holster drin und ein paar persönliche Gegenstände wie Zeitschriften, ein Energy-Drink oder eine Packung Milchkaffee. Demnach konnte man den Besitzer nicht zuordnen. Michael wundert sich über die Sorglosigkeit des Zugführers. Und wie kam es dazu, dass Sie dann in die Tasche reingeschaut haben? Mich interessiert, was da los ist. Naja, wenn jetzt, sag ich mal, ein Gepäckstück ohne Eigentümer irgendwo rumsteht, ne? Wenn du das Ding anhebst, dann beugt es sich so durch. Und ja, das soll ja eigentlich nicht gemacht werden. Ich konnte es aber nicht da vorne stehen lassen, oder? Mitten im Restaurantbereich. Da kann ich mir jetzt aussuchen, gegen was ich hier verstoßen will. Soll ich das da vorne im Folge setzen, Restaurant stehen lassen? Naja, die Leute müssen dann zumindest erstmal raus aus dem Restaurant. Und am nächsten Bahnhof, wo ich ankomme. Für mich war das kleinere Übel, wie gesagt, hast du. Ja, für Sie. Aber bei der derzeitigen Sicherheitslage müssen Sie ein bisschen berücksichtigen, dass in der Tasche auch andere Sachen drin sein können. Und wenn Sie die anfassen und durch die Gegend transportieren und das, was drin ist, vielleicht zum Umsetzen kommt, sprich explodiert, dann haben alle was davon. Ja klar, aufgrund der Lage sind die Leute alle verunsichert und sensibilisiert. Bei uns gehen täglich viele Meldungen ein wegen herrenlosen Gepäckstücken. Die Leute rufen sofort bei uns an, was uns natürlich auch viele Einsätze beschert. Aber lieber einmal zu viel angerufen als zu wenig. Also das habe ich jeden Tag 100 Mal, 200 Mal. Ja, wir haben das am Bahnhof auch zigmal. Ja. Aber trotzdem müssen wir da auch mit der entsprechenden Sorgsamkeit rangehen. Wir können das nicht einfach dann durch die Kante tragen. Okay. Okay, alles klar. Ja, gerade so Fernverkehrszüge, die sind halt besonders gefährdet. Und wenn da halt ein Gepäckstück steht, natürlich verstehe ich, dass das die Reisenden beim Aussteigen vielleicht ihre Tasche vergessen. Ja, na klar. Aber dafür ist die Polizei da, dass sie dann hinkommt und sich die Sache anschaut. Gut. Dem Oberkommissar geht es in erster Linie um die Sicherheit der Fahrgäste. Ich bin jetzt gerade belehrt worden, ich nehme das an, alles klar, okay. Ja, er hat sich die Kritik ja so ein bisschen widerwillig angenommen.
Und meine Hoffnung ist, dass er das beim nächsten Mal eben umsetzt. Haben Sie noch eine Visitenkarte von sich? Nein, leider nicht. Aber meinen Ausweis muss ich aufschreiben. Was wollen Sie haben? Einen Ausweis oder sowas? Alles verständlich. Konsequenzen muss der Zugführer nicht befürchten. Trotzdem wird der Fall protokolliert. Also wir haben die Jacke in Augenschein genommen. Da ist ein Einsatzgürtel drin, aber ohne FEM und diverse Sportkleidung. Ja, stellen das Ding sicher. Damit Tasche und Besitzer wieder zueinander finden, geben die Beamten das Gepäckstück im bahnhofseigenen Fundbüro ab.